Ja, herzlich willkommen in St. Stephanus in Beckum. Alle, die uns jetzt von weiter her oder vielleicht auch in Beckum, aber online schauen. Es ist schön, dass Sie die Gelegenheit nutzen, am Orgeltag Westfalen mal einen Einblick hier in der Kirche in St. Stephanus zu bekommen und einen Einblick in das Instrument zu bekommen. Der beste Einblick ist ja der, dass man tatsächlich ein Instrument hört. Und so freuen wir uns, dass heute Jelisaweta Suslova da ist, eine ganz junge Organistin, die noch studiert. Aber Sie wissen vielleicht, dass wir hier in Beckum so eine Tradition haben, auch öfter mal Studenten die Orgel zur Verfügung zu stellen zum Spielen. Denn das Instrument ist von 1913 und damit ein Oldtimer. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssten sich in ein Auto setzen von 1913 und damit sofort losfahren, dann würden Sie wahrscheinlich auch sagen, hoppla, das ist ja ganz anders, wie ich es erwarte. Und den Organisten geht so ähnlich. Deswegen müssen die auch die Orgeln anschauen, die Orgeln ausprobieren. Und je jünger die in Kontakt mit interessanten Instrumenten kommen, desto besser ist das eigentlich, weil die Orgeln bewegen sich ja nicht, sind im weitesten Sinne Immobilien, sondern nur der Spieler muss sich bewegen. Wir haben heute ein schönes Programm mit auch drei, ja, kann man sagen, sehr großen Werken von Johann Sebastian Bach, Piers d'Orgue. Ein wunderbares Stück in drei großen Abschnitten, eigentlich ein Unikum, sowas gibt es sonst kaum. Und von Felix Mendelssohn Bartholdy, die dritte Sonate, da ist eigentlich überliefert, dass der Kopfsatz zu seiner Schwester Hochzeit erklungen hat und komponiert wurde. Dann ist allerdings noch ein ernsterer Mittelteil mit einem Cantus Firmus aus tiefer Not schrei ich zu dir hinzugekommen. Und vielleicht noch als ein großer Programmpunkt von Franz Liszt am Schluss, Preludium und Fuge über BACH, sehr inspiriert von der Orgeleinweihung in Merseburg. Ein wunderbares Stück, mit dem Liszt völlig neu die Kategorie Orgelmusik nochmal erweitert hat und völlig neue Ideen in die Orgelkomposition nochmal eingeführt hat. Wenn Sie online schauen, finden Sie im Übrigen auch das Programm unten in der Beschreibung. Da können Sie genau nachschauen, wann was gespielt wird. Und jetzt wünsche ich uns ein gutes Hören und auch der Interpretin ein gutes Gelingen.